Angelus, Papst Franziskus, Petersplatz am Sonntag, den 26. Juli 2020. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Das Evangelium dieses Sonntags, vergleiche dazu Matthäus 13, 44 bis 52, entspricht den letzten Versen des Kapitels, das Matthäus den Gleichnissen vom Himmelreich widmet. Der Abschnitt umfasst drei Gleichnisse, die nur skizziert wurden und sehr kurz sind. Das Gleichnis vom verborgenen Schatz, jenes von der kostbaren Perle und das von dem ins Meer ausgeworfenen Netz. Ich gehe auf die ersten beiden ein, in denen das Himmelreich mit zwei verschiedenen kostbaren Realitäten verglichen wird, nämlich dem im Acker verborgenen Schatz und der Perle von großem Wert. Die Reaktion desjenigen, der die Perle oder den Schatz findet, ist praktisch die gleiche. Der Mann und der Kaufmann verkaufen alles, um das zu erwerben, was ihnen jetzt am meisten am Herzen liegt. Mit diesen beiden Vergleichen bietet Jesus an, uns in die Errichtung des Himmelreiches mit einzubeziehen, indem er ein wesentliches Merkmal des christlichen Lebens, des Lebens des Himmelreiches darstellt. Wer bereit ist, alles aufs Spiel zu setzen, wer mutig ist, hängt voll und ganz dem Reich Gottes an. Tatsächlich verkaufen sowohl der Mann als auch der Kaufmann aus den beiden Gleichnissen alles, was sie haben, und geben damit ihre materielle Sicherheit auf. Daraus kann man erkennen, dass die Errichtung des Reiches Gottes nicht nur der Gnade Gottes, sondern auch der aktiven Verfügbarkeit des Menschen bedarf. Alles bewirkt die Gnade, alles. Unsererseits nur die Bereitschaft, sie zu empfangen, nicht Widerstand gegen die Gnade. Die Gnade bewirkt alles, doch bedarf es meiner Verantwortung, meiner Bereitschaft. Die Gesten jenes Mannes und des Kaufmanns, die auf die Suche gehen und sich ihrer Güter entledigen, um wertvollere Realitäten zu erwerben, sind entscheidende Gesten. Es sind radikale Gesten. Ich würde sagen, Gesten einer einfachen Fahrt, ohne Rückfahrkarte. Es sind Gesten des Aufbruchs. Und überdies werden sie freudig vollbracht, weil beide den Schatz gefunden haben. Wir sind aufgerufen, die Haltung dieser beiden Charaktere aus dem Evangelium anzunehmen und auch unsererseits in einem gesunden Sinne zu ruhelosen Suchern des Himmelreiches zu werden. Es geht darum, die schwere Bürde unserer weltlichen Sicherheiten aufzugeben, die uns daran hindern, das Reich zu suchen und zu errichten. Das Gieren nach Besitz, das Dürsten nach Profit und Macht, das nur an uns selber denken. Dieser Tage, wir alle wissen es, kann das Leben mancher Menschen mittelmäßig und langweilig sein, weil sie sich wahrscheinlich nicht auf die Suche nach einem echten Schatz begeben haben. Sie haben sich mit zwar attraktiven, aber vergänglichen Dingen begnügt, mit schimmerndem, aber illusorischem Glanz, weil dieser dann im Dunkeln zurücklässt. Das Licht des Reiches Gottes hingegen ist kein Feuerwerk, es ist Licht. Das Feuerwerk dauert nur einen Augenblick. Das Licht des Reiches Gottes begleitet uns dagegen das ganze Leben lang. Im Himmelreich ist das Gegenteil der überflüssigen Dinge, die die Welt bietet. Es ist das Gegenteil eines trivialen Lebens. Es ist ein Schatz, der jeden Tag das Leben erneuert und es auf weitere Horizonte ausdehnt. In der Tat haben diejenigen, die diesen Schatz gefunden haben, ein kreatives und suchendes Herz, das nicht wiederholt, sondern erfinderisch ist.
das neue Wege aufspürt und beschreitet, die uns dazu bringen, Gott zu lieben, die anderen zu lieben, uns selbst wahrhaft zu lieben. Das Kennzeichen derer, die diesen Weg des Reiches gehen, ist die Kreativität, immer auf der Suche nach noch mehr. Und die Kreativität ist das, was das Leben nimmt und das Leben schenkt und schenkt und schenkt und schenkt. Immer ist sie auf der Suche nach so vielerlei Möglichkeiten, das Leben zu schenken. Jesus, der verborgene Schatz und die wertvolle Perle ist, kann nur Freude wecken, alle Freude der Welt, die Freude, einen Sinn für das eigene Leben zu entdecken, die Freude, es dem Abenteuer der Heiligkeit verpflichtet zu fühlen. Möge die selige Jungfrau uns helfen, jeden Tag nach dem Schatz des Himmelreichs zu suchen, damit sich in unseren Worten und Gesten die Liebe offenbart, die Gott uns durch Jesus geschenkt hat. Allen wünsche ich einen schönen Sonntag. Bitte vergesst nicht, für mich zu beten. Gesegnete Mahlzeit und auf Wiedersehen.